Hey, ich bin Johann aus Kapstadt. Danke, dass ihr hier seid, um mir zu helfen. Aber lasst uns von vorne anfangen. Als ich den Dachboden meines verstorbenen Großvaters aufräumte, entdeckte ich eine verstaubte Holztruhe. Darin fand ich einen Kompass, eine alte Karte mit Rätseln und verschiedene Tafeln mit kryptischen Zeichen. Meine Großmutter erzählte mir von meinem Vorfahren, einem Druiden aus Hinsbeck. Sie berichtete von einer alten Legende, die anscheinend mit der Truhe verbunden ist. Sein Name war Merlin, einer von 6 Schöffen, die einst über Recht und Gerechtigkeit wachten. Jeder von ihnen gehörte einer Gilde an. Doch es war der Brunnen, der ihre Macht vervollkommnete. Ein Brunnen mit magischer Kraft, der bei der Urteilsfindung half. Als ein Tyrann, der im nahegelegenen Schloss Krickenbeck residierte, die Macht an sich riss und den Brunnen zerstören wollte, brachten die Schöffen die 6 Steine, die ihm seine Kraft verliehen, in Sicherheit und versteckten sie an geheimen Orten. Ein Schutzschild wurde errichtet, um den Brunnen zu bewahren. Der Tyrann verfolgte die Schöffen und einen nach dem anderen tötete er, bis auf Merlin, den letzten der Schöffen. Er flüchtete in Afrika aus, um dem Tyrannen zu entkommen. Ich habe alle Unterlagen und Dinge in Rucksäcke verpackt und euch zugeschickt. Ein Teil der Rätsel findet ihr auf dem iPad. Wenn ihr auf dem iPad auf den roten Kreis mit den 3 Punkten klickt, bekommt ihr weitere Punkte angezeigt. Einer davon ist der OP-Call. Hier könnt ihr mir Nachrichten schreiben. Ich versuche euch zu helfen, wo es geht. Ebenso könnt ihr unter Chat Nachrichten unter den Gruppen austauschen. Der Pfeil über dem roten Kreis zeigt euch die Richtung sowie die Entfernung zum nächsten Ziel an. Wenn ihr mal nicht weiter wisst bei den Rätseln, schaut in den Rucksack. Ich denke, dort sind einige hilfreiche Gegenstände zu finden. Können wir alle Rätsel lösen und die Kraft des Brunnens wieder entfachen? Ich bin gespannt.